So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Nämlich, ich habe es gerade als Tagesaufgabe, setze einen Gegner mit Feuer in Brand. Darüber hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Da haben wir das Ganze mit diesen Leuchtwürmern, die alten Glühwürmchen gemacht. Aber es geht natürlich jetzt einfacher und zwar mit dem Bogen. Dafür müsst ihr euch einen Urzeitbogen herstellen. Den könnt ihr herstellen, indem ihr einen grünen Bogen benutzt und Knochen dabei nehmt. Weil ansonsten, ich zeige es euch gerade, hier kann ich jetzt den Urzeitflammenbogen herstellen. Zack, zack, zack. Das mal ganz schnell. So, hier, das ist ein Mechanikbogen. Der ist hergestellt worden aus normalen Bogen und Mechanikteilen. Wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, zack, können wir nämlich hier raus nur den im Schockwellenbogen bauen und den Boombogen. Deshalb achtet darauf, dass ihr euren Bogen herstellt mit Knochen. Weil ansonsten könnt ihr nämlich dann Benzinkanister nicht benutzen oder auch nicht die Glühwürmchen. Jetzt geht es darum, wie mache ich jetzt am besten den Schaden? Ihr seht es gerade, wir sind hier eigentlich voll im falschen Gebiet, denn wir haben ja auch die runden Bäume, wie zum Beispiel da hinten. Wenn da die Gegner draufstehen, einfach den Baumstamm anzünden. Ich zeige es euch mal gerade, stellt euch einfach vor, da oben drauf steht ein Gegner. Zack. Jetzt wird er dann ungefähr so nach 2 Sekunden bekommt er einen Tick. Warte mal, da hinten steht einer. Oder? Nee, da wurde gebaut. Dann bekommt er nämlich 10 Schaden und das reicht auch schon vollkommen aus. Ihr habt gerade schon gesehen, ich habe nämlich auf Holz geachtet und wenn da ein Gegner dran ist, auch wenn er nur daneben steht, ich kann euch das mal gerade ganz zeigen, kurz zeigen, zack, einmal und denkt dran, ihr müsst den Bogen durchgezogen haben. Zack, Achtung, jetzt wird es gleich rot und dann bekomme ich schon den Schaden. Und genauso lange dauert es halt beim Gegner logischerweise auch und so könnt ihr die Aufgaben machen. Ihr müsst keine Kills damit machen, nur Schaden zufügen. Denn das Ganze zählt auch noch als richtig geheime Mission, wodurch ihr, glaube ich, 150 Leuten, 300 Leuten am Ende Schaden zugefügt haben müsst. Und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.